Hallo, willkommen zur Uhrzeit hier bei 3x M. Ja, heute möchte ich aus meiner Sammlung wieder mal zwei schöne Invicta-Uhren vorstellen. Und alle die, die so vergoldete Uhren mögen, die sind heute hier genau richtig. Bevor ich zu den beiden Modellen komme, wie immer am Anfang dieser Uhrenvideos, kurz der Hinweis: Der Autofokus dieser Kamera hat hier und da Probleme, immer alles scharf darzustellen, vor allem wenn ich so die Uhren zeige und schnell wieder wegnehme. Dann kommt der Autofokus nicht immer richtig mit, so dass manches unscharf sein kann. Ich gebe mir Mühe, dass immer alles gut zu erkennen ist, vor allem die Uhren, aber garantieren kann ich es halt nicht. Darum am Anfang immer kurz der Hinweis, vor allem auch für die, die so ein Uhrenvideo von mir zum ersten Mal sehen, dass die eben wissen, was mit der Kamera ist. Okay, fangen wir an mit dem ersten Modell. Die erste Uhr ist aus der Modellreihe iForce von Invicta mit der Nummer 3329. Ich habe für diese Uhr 99 Euro bezahlt. Listenpreis liegt so bei 240 Euro. Wie gesagt, Listenpreis, den werdet ihr wohl kaum irgendwo finden, denn der aktuelle Marktpreis bewegt sich so bei 130, 140 Euro. Manchmal gibt es auch so Aktionen je nach Händler, zum Beispiel beim Invicta Store, dass da so mal so eine Abverkauf- oder so eine Sonderverkaufaktion ist, wo es die Uhr vielleicht auch wieder mal für 99 Euro oder so gibt. Muss man halt gucken. Okay, hier haben wir das gute Stück. Autofokus, bitte scharf stellen. Ich finde eine wunderschöne spezielle Uhr aus vielen Gesichtspunkten. Dazu komme ich gleich. Vergoldetes Edelstahlgehäuse, hier der Invicta-Schriftzug eingeprägt. Lederarmband dabei mit einer vergoldeten Dornschließe, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier die Krone, auch alles schön. Und ihr seht ja, die Krone ist bei dieser Uhr auf der linken Seite. Das heißt, normalerweise ist die Krone ja immer auf der Seite. Diese Uhr ist praktisch was für Linkshänder, die die Uhr ans rechte Handgelenk machen, weil ich bin ja Rechtshänder und ich mache die Uhr natürlich ans linke Handgelenk. Und Linkshänder, die diese Uhr ans rechte Handgelenk machen, die haben dann die Krone zur Hand hin und können dann mit der linken Hand eben das Ganze so gut betätigen. Und ich ziehe diese Uhr natürlich ans linke Handgelenk an und da ist diese Krone hier zum Arm hin. Also entgegengesetzt, was normal ist. Und das sieht schon am Handgelenk sehr speziell aus, wenn die Krone so nach hinten zeigt praktisch. Ne? Muss man sich dran gewöhnen, aber es ist die einzige Uhr, die ich so in dieser Art habe. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Dann haben wir hier so ein wirklich sehr schönes blaues Ziffernblatt, was vor allem bei Tageslicht und so mit Sonneneinstrahlung schön tiefblau wirkt. Das sieht richtig gut aus. Das hat ja so große Zahlen auch hier in Weiß. Und alle Zahlen sind komplett mit einer Leuchtmasse ausgefüllt. Wenn ihr vom Hellen ins Dunkle kommt, leuchten alle diese Zahlen so grün. Das sieht einfach mega aus. Kann ich euch wirklich sagen. Also ihr habt im ersten Moment den Eindruck, ihr habt eine andere Uhr an. Denn ihr habt hier so eine Uhr mit blauem Ziffernblatt, weißen Zahlen. Und dann kommt ihr ins Dunkle und alles ist grün. Das sieht richtig gut aus. So in dem Ausmaß habe ich das noch bei keiner Uhr gesehen. Kommt wahrscheinlich auch daher, weil die Zahlen eben so groß sind und dann so viel Leuchtmasse drin ist, dass es das eben so auffällt. Ne? Kann durchaus sein. Ja, wir haben hier ein Mineralglas verbaut, also ein sehr gutes, kratzresistentes Glas. Die Uhr ist wasserdicht bis 10 Bar Wasserdruck, also 100 Meter. Wir haben hier eine Datumsanzeige, einen Chronographen. Also Stoppuhr für Sekunden und Minuten ist dabei. Der Durchmesser des Gehäuses liegt bei 46 mm, also für eine Herrenuhr eine gute durchschnittliche Größe, kann man sagen. Ja, das sind so die wichtigsten Eigenschaften dieser Uhr. Und mir gefällt an dieser Uhr sehr gut eben auch das blaue Ziffernblatt und diese ganzen schönen Details, die da so gemacht sind. Der Chronograph ist schön eingeteilt. Der Invicta-Schriftzug hier. Im Ziffernblatt an der Seite angebracht. Dann diese ganz dünne Lünette, sehr schmal. Das heißt, das Ziffernblatt wirkt dadurch noch größer, weil das hier der Rand so schmal ist. Dann auch der Tachymeter, die Tachymetereinheit ist hier am Rand schön eingearbeitet. Das sieht gut aus.
ein roter Sekundenzeiger dabei. Also viele schöne kleine Details hier bei dieser Uhr. Und eben, ja, dieses vergoldete Gehäuse, dieses Edelstahlgehäuse, was der Uhr dann schon einen, ja, guten Auftritt gibt, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, diese Uhr jeden Tag zu tragen. Ich habe ja mehrere Uhren. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, jetzt diese Uhr jeden Tag zu tragen. Vor allem die nächste Uhr trage ich nicht jeden Tag. Aber doch so, je nach Anlass, je nach Stimmung, ziehe ich die Uhr doch schon gerne an, weil sie so schön auch gemacht ist. Und das wirkt einfach, die Uhr ist ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Dieses goldene Gehäuse, dazu das schöne blaue Ziffernblatt mit den vielen kleinen Details, dazu das schöne Lederarmband mit dem schönen Design. Das wirkt als Gesamtkunstwerk sehr schön, eine wunderbar elegante Uhr. Also wer sowas mag, ja, für den ist das bestimmt mal ein Blick wert. Wie gesagt, die Krone auf der anderen Seite. Wer Rechtshänder ist, sollte sich dessen bewusst sein, wenn dann die Uhr an der linken, am linken Arm trägt, dass die Krone eben, sag ich mal, zum Arm hin zeigt und nicht zur Hand. Das muss man wissen, das sieht halt schon ein bisschen anders aus. Okay, gerne eure Meinung zu dieser Uhr in den Kommentarbereich. Wie gesagt, 99 Euro habe ich bezahlt und Preis-Leistung, da passt absolut von der Verarbeitung und allem drum und dran. Ist wirklich absolut top. Mir gefällt die Uhr sehr schön. Gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Und sie ist auch nicht so schwer. Zwar Edelstahlgehäuse, aber Lederarmband macht es dann doch etwas leichter. Also es ist schon eine sehr angenehme Uhr auch beim Tragen. Das ist bei der nächsten Uhr ein bisschen anders. Die ist aus der Modellkollektion Pro Diver. Und dann noch, kann man sagen, gibt es noch so ein bisschen Unterkategorie bei dieser Modellreihe. Und zwar eine Scuba-Uhr. Ich habe schon mal zwei Scuba-Uhren vorgestellt. Eine mit einem blauen Ziffernblatt, eine mit einem goldfarbenen Ziffernblatt. Vom Gehäuse her, vom Design sind diese Uhren gleich. Aber diese Uhr hat im Gegensatz zu den anderen beiden ein Edelstahlarmband, ein vergoldetes und eben ein grünes Ziffernblatt. Und ich will gar nicht so viel erzählen. Ich möchte euch ganz einfach dieses Schmuckstück, man muss sagen Schmuckstück, wirklich zeigen. Und zwar ist es das Modell mit der Nummer 0075 aus der Modellreihe Pro Diver Scuba, wie gesagt. Ich habe bezahlt für diese Uhr 86 Euro. Also extrem günstig für so eine massiv schwere Uhr. Also muss ich wirklich sagen, Listenpreis bei 290 Euro. Aktueller Marktpreis bewegt sich so, ja, um die 120, 140 Euro, je nach Händler. Also ihr merkt schon, eine sehr schwere Uhr, ein massives Edelstahlgehäuse, ein massives Edelstahlarmband, alles vergoldet, die Uhr hat Gewicht. Sie ist also wirklich, meiner Meinung nach, nichts für jeden Tag, allein schon vom Gewicht und halt auch von der Optik, weil wenn man diese Uhr anzieht, das ist nicht jedermanns Sache, wenn man so eine vergoldete Uhr trägt. Sie ist ja keine reine goldene Uhr für 10.000 Euro oder mehr. Ist ja eine vergoldete, eine Edelstahluhr praktisch, die vergoldet ist. Aber das wirkt optisch, das ist schon speziell am Handgelenk. Viele, ja, das heißt viele, manche gucken da vielleicht ein bisschen komisch, wenn man so eine goldene Uhr trägt. Hier auch der Invicta-Schriftzug schön eingeprägt. Ich ziehe die Uhr nicht jeden Tag an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe die Uhr selten an, weil sie mir vielleicht ein bisschen too much ist. Also die Uhr am Handgelenk, das ist schon, ja, ein Hingucker in jedem Sinne, ne? Ja, ein paar Daten zu dieser Uhr. Wir haben hier ein Flame Fusion Glas, das Invicta typische Flame Fusion. Das ist so von der Qualität her wohl etwas besser wie Mineralglas, nicht ganz so wie Saphirglas. Auf jeden Fall ein sehr hochwertiges, kratzresistentes Glas. Wir haben eine Datumsanzeige mit hier im Gehäuse, also in dem Glas sieht man so eine Lupe drin, wo das Datum hervorgehoben wird, wenn man es erkennen kann auf der Kamera. Wir haben einen Chronographen, also Stoppuhr für Sekunden und Minuten. Ja, die Uhr ist wasserdicht bis 20 bar Wasserdruck, also 200 Meter.
kann man auch dazu sagen, der Gehäusedurchmesser ist etwas größer als bei der anderen Uhr, 48 mm. Also eine gute, sage ich mal, für Herren eine gute Größe, geht auch noch größer, aber so zum Tragen passt es doch für die meisten. Männer, die so eine Uhr tragen, das ist schon eine ordentliche Größe. Mir gefällt halt vor allem auch dieses grüne Ziffernblatt mit der grünen Lünette. Das sieht schon auch richtig gut aus. Und hier muss ich auch sagen, wie bei der anderen Uhr mit dem blauen Ziffernblatt, so bei Tageslicht, wenn die Sonne drauf scheint, das wirkt schon farblich sehr intensiv, kommt gut hervor, das Grüne. Wie bei der anderen Uhr das Blaue, das ist schon richtig gut. Bei der Kamera, wie es rüberkommt, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber das sieht schon richtig gut aus. Ja, gerne eure Meinung zu dieser Uhr in den Kommentarbereich. Es ist, wie gesagt, speziell. Wer sowas mag, für den ist es das Paradies, so eine komplett vergoldete Edelstahluhr. Die ist wirklich schwer, muss man wissen. Wie gesagt, ich ziehe sie nicht sehr häufig an, aber ich erfreue mich ganz einfach, weil sie einfach schön. Sie war super günstig für 86 Euro, so eine Uhr, die definitiv nach mehr aussieht. Also wer so ein Hingucker mag, der ist da genau richtig. Marktpreise, wie gesagt, so um die 120, 140 Euro. Wobei ich dazu sagen muss, im Invicta Store, der Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt mache, gibt es die Uhr nicht mehr. Gibt es so ein Nachfolgemodell vielleicht, aber die sind derart nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die nochmal gebaut wird. Kann vielleicht sein. Online gibt es die hier und da bei Amazon noch. So mal für 150 Euro, dann mal 120. Da schwanken die Preise, muss man gucken. Unter 100 habe ich sie lange nicht mehr gesehen. Damals, wo ich sie gekauft habe für 86 Euro, das war, glaube ich, auch so eine Sonderaktion, Verkaufsaktion. Eben im Invicta Store. Ist ja meist von Montagabend bis Dienstagabend gibt es so diesen Let's Talk Invicta. Das ist so eine Sonderverkaufsaktion jeden Montag, da sind die Uhren recht günstig. Oder auch Abverkäufe haben sie oft von Auslaufmodellen, die dann nochmal extra reduziert werden. Und da war eben der Preis sehr günstig und 86 Euro, da habe ich nicht zweimal überlegt. Weil obwohl ich jetzt nicht der große Freund bin von so vergoldeten, voll vergoldeten Uhren, also auch mit so einem vergoldeten Metallarmband, für den Preis muss ich diese Uhr einfach haben. Okay. Wie immer zum Schluss, beide Uhren für euch nochmal nebeneinander. Da könnt ihr ja beide Uhren nochmal so auf euch wirken lassen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Mal gucken auf mein Zettelchen, aber ich meine, ich hätte alles erwähnt zu diesen beiden Uhren. Es sind ja fast schon die beiden Uhren wirklich eher Schmuckstücke, denn dieses Goldfarbene hebt diese Uhren schon hervor. Hier, wie gesagt, schönes blaues Ziffernblatt. Und jetzt, wo ich die Uhren halte, deutlich angenehmer, deutlich leichter ist diese hier wie diese. Das merke ich richtig. Wobei die auch ein Edelstahlgehäuse hat, ein vergoldetes. Trotzdem durch das Lederarmband deutlich leichter. Und hier eben ganz massiv die ganze Geschichte mit einem massiven, dicken Edelstahlarmband. Ja, das ist schon sehr massiv. Ne? Und hier, wie gesagt, die Krone. Auf der anderen Seite, was eigentlich normal ist, wie ihr seht, hier normalerweise auf der Seite ist die Krone bei den meisten Uhren. Das macht diese Uhr besonders. Sie leuchtet im Dunkeln wunderbar grün, die Zahlen. Das sieht richtig mega aus, kann ich immer wieder nur erwähnen. Mal was ganz Spezielles. Also da denkt man, man hat eine andere Uhr an. Für den Moment, wo die Uhren halt nachleuchten. Die leuchten natürlich nicht immer im Dunkeln. So den ersten Moment. Je nachdem, wie der Lichteinfall war, das sieht schon gut aus. Und die Uhr lebt halt komplett von ihrem Äußeren, von ihrem Vergoldeten. Das ist schon top. Das grüne Ziffernblatt wie das blaue wirken bei Tageslicht einfach sehr intensiv. Beides in meinen Augen wunderschöne Uhren. Gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, so vergoldete Uhren. Ich habe nicht viele davon, aber dann musste ich die doch haben, weil der Preis gut war und so ein paar vergoldete Uhren wollte ich schon haben. Und sie sind einfach schön. Ich ziehe sie beide nicht so häufig an, die hier weniger wie die. Aber es ist einfach, ja, doch angenehm zu tragen. Es ist mal, vor allem durch das Lederarmband ist die hier angenehmer als diese Uhr. Es ist Geschmackssache, aber ich finde beide Uhren einfach so schön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es sind richtige goldige
Schmuckstücke. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein mit diesen beiden Invicta-Uhren. Ja, mal gucken, welche Invicta-Uhren als nächstes kommen. Ich habe noch einige so in meiner Sammlung. Und ja, eure Meinung gerne dazu in den Kommentarbereich. Würde ich mir gerne durchlesen. Ansonsten bis die Tage, Freunde. Macht's gut. Ja, und tschüss und Autofokus. Ich hoffe, es hat einigermaßen heute funktioniert. Tschüss.